darf. Gut. Hallo. Herzlich willkommen, auch in die erste Reihe. vorletzte Session des heutigen Tages. Mobile Apps mit WordPress. Worum es heute nicht gehen wird, ist, wie code ich irgendwas super cool in Java für Android oder in Swift für iOS, sondern wie weit komme ich eigentlich maximal, wenn ich gerade mal ein bisschen HTML und CSS-Kenntnisse habe. Was sind überhaupt mal so ein paar Überlegungen, die ich dabei vorweg mal anstellen sollte. Aktuell bauen wir gerade 4 Apps. Da kann ich die ersten Prototypen zeigen. Ein paar Dinge kann ich leider noch nicht zeigen. Und nächstes Jahr mache ich dann die Session mit, was war dann noch alles auf dem Weg bis in die Stores rein? Und wo waren die echten Probleme? Gut, wer mich noch nicht kennt, ich bin Frank, ich mache relativ viel so mit WordPress den ganzen Tag und ganz viel Community-Kram und TV-Zeugs und alles Mögliche und Übersetzungen und aber primär baue ich eigentlich Plugins. So die Älteren von euch erinnern sich vielleicht an die Werbung des iPhones 3G. Ne, es gibt für alles eine App. Das ist ja nicht weniger geworden. Sondern eher mehr. Wobei ich zugeben muss, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr das war. Ich weiß, es ist schon schnell gegoogelt oder weißt du es aus dem Kopf? Also 2009 wird hier gerade reingeworfen. Der Spruch da unten drunter, der begegnet uns möglicherweise hinterher nochmal. Die Lisa Rosa ist eine Frau aus Hamburg, die ich glaube 20 Jahre lang Lehrerin war und jetzt in der Lehrerfortbildung und Konzepte und Formate und sowas macht. Die hatte mal ihr Handy dabei oder immer öfters ihr Handy dabei und wurde relativ schräg angeguckt von den Mitlehrern innerhalb von Lehrerfortbildung. Und das hat sie dann irgendwann, weil ihr das total auf den Senkel ging, mal gekontert mit: Was? Sie haben kein Kulturzugangsgerät. Das geht ja gar nicht. Und dann war halt so ein bisschen Ruhe, weil vorher waren halt immer so: Oh, warum gehst du denn in die Cafeteria, wenn du dich doch nur mit deinem Spielzeug da beschäftigst und so. Und da ist halt noch viel, viel Überzeugungsarbeit auch, so gerade bei Lehrern oder überhaupt diesen ganzen Fortbildungssachen. Das heißt, wir sollten auch mal überlegen, brauche ich überhaupt eins? Also sowas wie, was ist denn eigentlich meine Zielgruppe? Und wie ist denn in meiner Zielgruppe überhaupt so die Verbreitung? Also wir haben 33 Jahre gebraucht, bis PCs verbreitet waren. Und wir haben jetzt 10 Jahre und es hat quasi jeder ein Smartphone. Die Zahlen stammen von der Gartner, der Worldwide Device Shipping Untersuchung. War ausgezählt, wie viele Geräte weltweit jedes Jahr so in den Handel gehen. Wenn wir uns das für Deutschland mal angucken, ARD, ZDF machen gemeinsam jedes Jahr eine sogenannte Online-Studie. Wir haben momentan 63 Millionen Deutsche, die einen Internetzugang haben. Das sind bei 80 Millionen Einwohner, also echt viel. Und 54 Millionen der deutschen Bevölkerung gehen jeden Tag ins Internet. Genauso jedes Jahr steigen natürlich auch die Online-Zeiten. Gerade bei den 14- bis 29-Jährigen sind es dieses Jahr im Durchschnitt 353 Minuten, die sie online verbringen, täglich. Also auch sehr ganz, ganz interessant, sich diese Online-Studien mal anzugucken. Also auch im Vergleich zu denen von den vorherigen Jahren. Die sind alle noch online bei der Online-Studie auf der Webseite. Links sind alle auf der letzten Folie. Folien stelle ich nachher online. Spannend ist natürlich, also okay, es ist ein Problem natürlich Zielgruppen genau. Das muss ja jeder für sich entscheiden, was seine Zielgruppe ist. Rauszufinden, wie eigentlich die Gerätenutzung ist. Was es bei StatCounter zum Beispiel gibt, ist es, dass man es bis auf Länder runterkriegt. Und das hier ist jetzt Deutschland und es ist so, dass die grüne Linie ist die mobile Nutzung
Ganz unten, das sind Tablets und ganz oben ist Desktop. Das heißt, wir haben momentan ungefähr noch 50% Desktop-Nutzung in Deutschland. Was natürlich woanders ganz anders ist. Also, ja, wenn wir uns mal Afrika zum Beispiel angucken, oder noch krasser ist es in Indien, wo wir inzwischen bei ungefähr 80% mobile Devices sind. Das ist natürlich dann auch wieder aus Performance-Gründen und überhaupt Webseiten bauen, mobile Devices heißt natürlich nicht, die haben alle LTE, ne? Ja, oder auch in Afrika auch nicht unbedingt. Also sich da seine Seiten oder überhaupt alles, was man mit Internet baut, auch mal entsprechend zu testen mit so, wie ist das denn so bei langsamen G3-Connections, ne? Ist sicherlich eine gute Idee. Weil wenn man es auf sowas optimiert, ist es natürlich für uns hier dann super rasend schnell. Also ich muss halt erstmal überlegen, was ist eigentlich so meine Zielgruppe, wen spreche ich an? Da habe ich jetzt irgendwie so ein Hipster-Lifestyle-Produkt, was sowieso alles muss App sein, dann stellt sich die Frage halt nicht. Dann muss ich irgendwie eine App bauen zu meiner Webseite oder zu meiner Anwendung. Ich eine geschlossene Community habe, möglicherweise habe ich jetzt nur einen Blog, was einmal im Monat wahrscheinlich eher uninteressant, weiß ich nicht. Deshalb werde ich jetzt gleich mal zu einem realen Projekt gehen, wo wir halt die Apps tatsächlich bauen und auch warum wir sie bauen. Wir können dann anschließend mal überlegen, ob das für das eine oder das andere, was ihr einen Anwendungsfall habt, vergleichbar ist, was man da so überlegen kann. Unser Projekt, also es geht bei uns um eine religionspädagogische Fachcommunity. Das heißt, wir haben irgendwie ein Newsportal, wir haben eine große Materialpoolsammlung, wir haben einen sogenannten Gruppenbereich, also eine Social Media Community, wo Leute gemeinsam Gruppen haben und Sachen bearbeiten können. Und die Überlegung zu dieses Projekt wird erweitert, um Apps zu bauen. Haben wir halt mal Ziele definiert, um sie natürlich anschließend auch zu begründen. Und es geht letzten Endes um die Bereitstellung von interaktiven pädagogischen Werkzeugen auf mobilen Endgeräten. Das Bring Your Own Device, also Schüler können Medien direkt im Unterricht nutzen und in ihren digitalen Gruppen gemeinsam bearbeiten. Verfügbarkeit von Bildungsmedien in der Kommunikation auch und gerade mit außerschulischen Kooperationspartnern. Und warum wir glauben, dass das wichtig ist innerhalb dieses Projektes, ist halt natürlich, dass also eine Kontextsensitivität, wir haben also einen mobiler Zugang, ermöglicht die Erfassung und die Auswertung von Umgebungsinformationen. Also wenn ich jetzt mit meiner Schulklasse irgendwie draußen bin, im Labor, im Museum oder besonderen anderen Außenaktivitäten, auch dominieren natürlich in so ziemlich allen Märkten die mobilen Endgeräte inzwischen den Markt und werden halt mehr genutzt als Laptop oder PC, sofern diese überhaupt noch vorhanden sind. Mobiles Lernen und dann damit sind wir bei der Effizienz, ermöglicht Lernen an Orten, die grundsätzlich erstmal keinen Bezug zum Lerninhalt haben. Das heißt aber, dass sie aus zeitlichen oder rationellen Gründen genutzt werden. Also Fahrt zur Schule, zum Beispiel in der U-Bahn oder im Zug. Das sind jetzt gerade die Begründungen, warum wir innerhalb dieses Projektes eine App, mehrere Apps generieren. Also eigentlich ist unsere Zielgruppe unserer Fachcommunity sind natürlich die Lehrer und die Pädagogen. Aber wir haben ja auch Werkzeuge bereitgestellt, mit denen genau diese halt Gruppenarbeiten mit ihren Klassen durchführen können. Individuelle Verfügbarkeit in konvergenten Medien- und Informationssystemen des Internets mit von den Nutzern generierten Kontexten und Inhalten. Es geht um mobiles Lernen als Antwort auf veränderte Medien- und Lernkultur.
Und natürlich ganz wichtig ist, dass du die ständige Verbindung mit Informations- und Kommunikationsnetzwerken, die Interaktion und die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden intensiviert und die Gruppenarbeit viel flexibler gestaltet werden kann. Also das, warum wir uns damit beschäftigen. Es gibt halt durch verschiedene Möglichkeiten, wie man so Apps gestalten kann. Das können halt einmal so sogenannte Native Apps sein, das, was speziell für die eine Plattform gebaut wird, wo ich dann halt in Java code für Android und in Swift oder Objective-C für iOS zum Beispiel. Ist super, ist toll, ist genau für diese eine Plattform, macht total Sinn, wenn man super performance-hungrige Sachen macht, 3D-Spiele oder ähnliches, was sehr auf die Performance angewiesen ist, ist aber natürlich entsprechend aufwendig und damit entsprechend teuer, weil ich halt für jede Plattform einzeln das bauen muss. Ganz am anderen Ende sind halt reine HTML-Anwendungen oder HTML-Apps oder auch das PWA geht auch in die Richtung, also die Portable Web Apps, wo man dann einfach nur noch die Webseite aufruft und die Webseite quasi auch die App ist, die man sich einfach installiert, die gar nicht mehr über die Stores distribuiert wird. Und in der Mitte hat man dann die sogenannten hybriden Apps, die üblicherweise halt multiple Plattformen abdecken und je nachdem, wie sie dann zusammengebaut werden, durchaus native-mäßig auch Zugriff auf die entsprechenden Sensorik, also Kamera, Geolocation etc. der Devices haben. Das ist der Punkt, wo wir ansetzen werden, beziehungsweise da gibt es mehrere verschiedene, es gibt verschiedene Dienstleister, es gibt natürlich Tools, die man sich einzeln installieren kann und sich das händisch alles zu bauen. Die betrachten wir jetzt heute mal nicht, sondern das gucken wir uns jetzt mal ein Tool an, was wir auch einsetzen. Das nennt sich App Presser. Und hier ist jetzt mal so beispielsweise nebeneinander gestellt, wie es in unserer App rechts, wie es in unserer App auf einem iPhone aussieht und links, wie es tatsächlich in der WordPress-Instanz, beziehungsweise das ist in dem Fall eine Gruppe in BuddyPress. Wobei man da natürlich dazu sagen muss, die Apps sind momentan alle Beta und in der Entwicklung. Aber es zeigt schon mal, man sieht den gleichen Inhalt. App Presser selbst ist leider nicht kostenlos. Gibt es halt nur so in Monatsabo. Ist so eine Hybridlösung. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also ein Teil der Anwendungserstellung passiert bei App Presser direkt auf deren Servern. Ist das so eine Cloud-Lösung, wo man sich anmeldet, dann ein neues Projekt erstellt, dort verschiedene Sachen einstellen kann, ganz viel konfigurieren kann natürlich, ne? Name und Icons und wie Menüs aufgebaut sind und eigene Seiten kann man auch anlegen. Gibt dann so verschiedene Seitentypen. Da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal drauf, auf diese Seitentypen. Und ich muss auf der Seite, die meine Anwendung hinterher mit Inhalt bespielt, also auf mein eigenes WordPress, muss ich einmal ein App-Presser-Theme installieren. Das wird aber nicht aktiviert. Also ich habe das normale Theme, was aktiviert ist für die Webseitenbesucher und zusätzlich das App-Presser-eigene Theme, was dort nur rumliegt und das nur benutzt wird, wenn die App-Presser-Kommunikation stattfindet. Ja, bitte. Warum wir genau dieses Tool genommen haben. Weil es uns am einfachsten erschien, weil es nicht wirklich viele vergleichbare Tools gibt. Es gibt noch ein paar Anbieter, die sagen, wir bauen dir sowas, werfe hier Geld rein und unten kommt eine App raus, die dir aber nicht genau sagen, wie sie eigentlich damit umgehen mit, ich habe ganz, ganz viele Plugins,
wo du auch nicht die Möglichkeit hast, da irgendwie selber noch einzugreifen. Mit denen haben wir dann auch gar nicht erst geredet, weil wir bei einigen unserer Installationen sehr, sehr viele Plugins haben. Also wir haben für innerhalb dieses Projektes allein 30 eigene Plugins gebaut. Und da möchte ich nicht wissen, wie viel Geld ich reinwerfen müsste. Und es erleichtert die Sache sehr doll, weil wir haben komplett auf WordPress gesetzt. Also wir haben nur WordPress-Instanzen innerhalb des gesamten Projektes. Das wurde vor 3 Jahren entschieden. Also das Projekt selber existiert seit 14 Jahren. Und vor 3 Jahren haben wir angefangen, komplett alles nach WordPress zu migrieren, von verschiedenen iterativ, historisch gewachsenen, proprietären Softwarelösungen. Und was ich vorhin gezeigt hatte, diese verschiedenen Dienste sind tatsächlich einzelne Server auch. Also es gibt einen Blog-Server, eine oder mehrere. Die soziale Plattform, die Gruppen sind eigene Server, News sind eigene Server und gibt noch viel mehr. Also es gibt noch so ein Learn-Management-System, so, wo man Online-Kurse erstellen kann und noch ganz, ganz vieles andere. Das sind alles einzelne WordPress-Instanzen. Ja, also es gibt die strategische Ausrichtung bei uns, alles mit WordPress zu machen. Und unsere Entwicklungsressourcen sind nicht unbegrenzt, was letzten Endes mit Geld zu tun hat. Sonst hätte ich es persönlich natürlich auch toll gefunden, wenn ich endlich mal die App in Swift hätte bauen können und man mir auch jemanden daneben stellt, der es irgendwie für die Androids macht. Das war aber leider so nicht zu haben. Da wurde meine Wunschliste nicht erfüllt. Dann haben wir uns nach einiger Recherche dann irgendwie für Appressor entschieden. Unter anderem auch, weil er vieles grundsätzlich erstmal unterstützt von dem, was wir benutzen. Über wie doll reden wir mal drüber, aber also auch vom Konzept her. Also es ist an ein paar Stellen ein bisschen hakelig, aber man kann schon mal sehr einfach sehr viel machen. Also ich brauche halt einmal das Theme, das Adpressor-eigene. Kann selbstverständlich auch ein Child-Theme machen. Teilweise dann auch nötig, weil auch deren Plugins noch Hooks haben, wo ich mich auch wieder reinhängen kann, um sie auch noch zu manipulieren. Und ich muss noch einige andere Plugins installieren, die zusätzliche Leistungen haben. Also den Appressor selbst, das ist kostenlos, das Plugin. Das ist nötig, damit die überhaupt miteinander reden können. Weil bezahlen tue ich ja, damit ich direkt bei Appressor, dass ich überhaupt auf diese Cloud-Lösung Zugang habe. Und dann gibt es bei denen, das sehen wir hier, das sind so die Features, das sind zusätzliche Plugins, die ich installieren kann, mit dem, was sie so noch unterstützen. Und deshalb war das für uns ganz spannend. Sie unterstützen grundsätzlich erstmal BuddyPress, womit natürlich unser gesamtes soziales Netzwerk gebaut ist. Und sie unterstützen LearnDash. Das ist halt das Lernmanagement-System, das wir im Einsatz haben. Die haben die Möglichkeit, dass ich Push-Notifications einbaue. Das heißt, die Benachrichtigung innerhalb des sozialen Netzes von BuddyPress, wenn mir jemand eine Nachricht geschrieben hat, kann ich direkt in diese App reinpushen. Genauso wie es möglich ist, dass ich bei unseren News sich verschiedene einzelne Kategorien zum Beispiel abonnieren könnte, die mich interessieren. Und ich halt eine Push-Benachrichtigung in meiner App bekomme, wenn innerhalb dieser Kategorie eine neue Meldung veröffentlicht wurde. Also das ist ein Punkt, der für uns ganz wichtig ist und ganz spannend. Und natürlich auch Zugriff auf die Kamera, gerade in Anbetracht von, dass ein Lehrer mit seiner Lerngruppe mit Schülern draußen ist, dass sie vielleicht irgendwie Fotos machen sollen oder Vergleichbares, was sie halt innerhalb ihrer geschützten Gruppe dann auch posten sollen. Facebook-Login und Social Sharing ist dann für uns weniger interessant. Während man so entwickelt, möchte man das natürlich irgendwann nochmal angucken. Da gibt es dann eine sogenannte Preview-App, die ich mir auf dem Handy installiere und die dann halt
mit der Instanz redet, dann habe ich so eine Preview-Ansicht auf meinem Gerät und kann schon mal angucken, wie sich das so tatsächlich anfühlt und verhält, bevor ich sie dann wirklich gebaut habe und irgendwie in die Stores gepusht habe, brauche ich auch die Zertifikate und all das. Bei Apple brauche ich natürlich entsprechend den Entwicklerzugang für nochmal $100 und sowas. Das können wir uns jetzt mal angucken. So, ich das jetzt so dahin schiebe, sollte es da auftauchen. Perfekt. So, dann haben wir hier jetzt so mal so eine diese Preview. Da sind jetzt so verschiedene Projekte, an denen wir gerade rumspielen. Das ist jetzt tatsächlich also so der aktuelle Stand, an dem wir rumentwickeln von der App, die mit der BuddyPress-Instanz redet. Das heißt, dementsprechend haben wir hier unten die Haupttabs, Aktivitäten, Mitglieder, Gruppen und ich, wo ich dann in meinem Profil bin. Ich sehe da angezeigt, es gibt auch gerade tatsächlich eine Notification. Ja gut, hat mein Kollege irgendwie mir irgendwas an irgendeiner Stelle benachrichtigt. Na, sag ich mal. Ach, das war hier unten als der Kommentar. Okay. Kann so Userlisten machen. Das sind tatsächlich Auflistungen, die das Ding so out of the big box mitbringt. Ich hatte ja vorhin, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Jetzt muss ich hier nochmal kurz zurück. Genau, hier. Jetzt muss ich nur das bei mir lokal größer machen, damit ich das auch lesen kann. Kriege ich denn das jetzt hin? Ist ja blöd. Oder ich. Vielleicht kann ich es auch. Also es gibt zwei Menüs, die ich habe. Ich kann einmal oben so ein Hamburger-Menü standardmäßig machen und einmal unten dieses Tab-Menü. Zu den Menüs kann man halt sagen, dass sie abhängig, ob einzelne Beiträge sichtbar sind oder nicht, Abhängigkeit davon. Ob ich auf einer Seite, auf welcher Seite ich gerade bin oder ob ich eingeloggt bin oder nicht. Also ich kann halt einen Login-Button haben, der entsprechend ausgeblendet ist, wenn ich nicht eingeloggt bin. Und ich kann diese Menüs auch mit eigenen Seiten nochmal verknüpfen. Also das müssen jetzt nicht Seiten im WordPress sein, sondern Seiten, die ich bei AppPressor dann in dieser Cloud-Lösung anlege. Und es gibt halt so eine ganz allgemeine, also hier ist zweite, diese ganz allgemeine WP-API-List, die direkt mit der REST-API kommuniziert und worüber ich dann entsprechend mehr oder weniger beliebig den Inhalt abfragen kann. App-Community ist die neue, das neu gebaute Plugin von denen, was die BuddyPress Integration macht. Manche Sachen sind echt wirklich rudimentär. Also LearnDash aktuell zeigt zum Beispiel wirklich nur die Auflistung von Kursen. Sobald ich in die Detailansicht eines Kurses gehe, gibt es von denen noch nichts. Da würde er momentan tatsächlich das HTML des Themes übertragen. Da kommt sicherlich noch was. Der LearnDash-Support bei denen ist gerade ganz frisch. Aber letzten Endes sind das dann wieder auch Möglichkeiten, die ich mit Hilfe eines Child-Themes dann auch noch anpassen kann. Natürlich, also mit den Mechanismen, die ich eh kenne und kann, sprich CSS und ein bisschen PHP, um Templates zu bauen, kann ich das auch wieder erweitern.
ich dann irgendwann fertig bin, gibt es dann auch so einen Knopf Build App und dann wird halt aus dem Zeug aus dem Theme und den Daten, die in der Cloud sind, das wird irgendwie zusammenkompiliert und dann kann ich irgendwann am Ende des Tages halt so ein ZIP-File runterladen, das ich dann noch signieren kann und das geht dann in die Stores hochgeladen. So. Mein Problem ist, dass ich jetzt so den App-Presser leider nicht live zeigen kann, weil da die ganzen aktuellen Projekte drin sind, an denen wir rumwerkeln. Und das ist nicht abgesprochen, dass ich das zeige, weil das jetzt relativ spontan war, dass das gestern so auf Zuruf mit, interessiert das eigentlich jemanden? Das würde ich dann nächstes Jahr nachholen, wenn ich dann echte Erfahrung habe, wie es wirklich aussieht, wenn wir die dann auch tatsächlich bis in die Stores gepusht haben. Und ich dann auch nur so die netten Stories erzählen kann, welche Probleme da noch auftraten, das Zeug zu signieren und irgendwie bei Apple in den Store zu kriegen. Und ob das wirklich alles so funktioniert mit den Push und den Kameras, nach dem, was ich gelesen habe, ja, aber das sind die Punkte, wo wir aktuell noch keine Erfahrung haben, die sammeln wir jetzt gerade. Und irgendwas lag mir gerade noch auf der Zunge, was ich jetzt vergessen habe schon wieder. Egal. Gibt es denn bis dahin Fragen oder Anmerkungen? Oder der Preview, ja, du musst in dem Preview zwei Daten angeben, die du bekommst, wenn du die App auf der Cloud-Plattform anlegst. Da musst du schon bezahlt haben, ja. Also es gibt irgendwie 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Trotzdem, also bei denen auf der Webseite steht auch nur, ja, hey, super Agentur. Lösung kostet auch nur $49, aber du musst halt trotzdem erstmal für ein Jahr bezahlen. Also musst halt trotzdem erstmal $500 auf den Tisch legen, aber kriegst du halt 30 Tage lang zurück, wenn du sagst, das ist halt gar nichts. Ach, jetzt weiß ich es wieder. Doku ist noch so ein Punkt. Da muss man sich öfters mal viel zusammenklauben aus Blogbeiträgen, Videos und Doku. Das ist. Da ist noch Verbesserungspotenzial. Da ganz hinten meldet sich jemand. Ach, der Christoph. Die Frage nach der Performance auf Handy und der Last auf der Webseite. Hängt stark davon ab, was du eigentlich machst. Also theoretisch könntest du halt eine App bauen, wo du in der Cloud-Lösung nur statische Seiten anlegst. Dann redet der halt mehr oder weniger gar nicht mehr mit der Seite. Ansonsten macht die App halt normale REST-API-Requests. Also hängt dann davon ab, wie deine Requests sind, wie viel die holen und wie geschwätzig deine API ist. Wenn du da halt einen POTS hast, der dir irgendwie das megabytesweise zurückliefert, hast du halt echt viel Traffic und viel Last auf deiner Webseite. Aber ja, sollte man sicherlich im Auge behalten, während man da an sowas schraubt. Aber genauer kann ich es dir jetzt nicht beantworten. Also es gibt bei denen auch so eine Art Portfolio mit Beispiel-Apps, die halt alle immer dann irgendwie auf die passenden Stores zeigen zum Runterladen. Da muss ich gestehen, die habe ich mir nicht wirklich angeguckt, weil wir auch keine ernstzunehmende Alternative haben aktuell, als das damit zu bauen. Muss man einfach so sagen. Weil alle Alternativen hießen halt noch wesentlich mehr Manpower. Und der steht da aktuell nicht zur Verfügung. Ja,
Wie gesagt, kann ich nicht wirklich was zu sagen. Ja, nächstes Jahr beim WordCamp Köln. Verdammt. Er weiß, wo mein virtuelles Haus ist. Hier vorne bitte. Quasi eine Seite in WordPress anlegen, ganz normal und im einfachsten Fall, und die wird dann von der App einfach aufgerufen, die Business-Logik ausgeführt. Und was muss ich dann in der App verändern, dass ich das Menü zum Beispiel habe? So die ganz einfachen Basics. Wie aufwendig ist das? Also wie fängt man das Spiel an, sozusagen? Wie macht man das Hello World in dem Sinne? Das Hello World, indem du einfach dir eine neue App anlegst, da gibt es tatsächlich so einen Dialog, der dir so verschiedene Presets anbietet. Also bin ich irgendwie eine Schule oder bin ich ein Event oder bin ich irgendwie was anderes? Und dann kannst du einfach das Menü anlegen und direkt auch auf die Seiten in deiner WordPress-Installation verweisen. Beziehungsweise, wenn du primär Blogbeiträge hast, würdest du einfach eine Übersichtsseite bauen, hier über den WP-API-List, der dann automatisch über die REST-API sich einfach immer die neuesten, die Liste deiner Beiträge holen würde und daraus automatisch die Ansichten generiert und dann kannst du reingehen, angucken. Das geht dann mehr oder weniger out of the box schon. Okay, und den App-Part baue ich dann in der Cloud von AppPressor. Genau. Da gibt es unter anderem so einen Button Build und dann wird das alles zusammengemanagt und dann fällt so ein ZIP-File raus. Dann musst du dann noch so Signaturen machen, weil sonst kriegst du es ja nicht in die Stores rein. Das ist dort dann aber auch dokumentiert. Dann war, glaube ich, hinter dir noch eine Frage oder war das nur ein Strecken? Ja, da hinten. Also, ob er die GUI-Elemente der entsprechenden Betriebssysteme benutzt. Ich meine ja, wenn ich mich recht erinnere. Also ich muss gestehen, ich habe momentan kein Android-Device. Das ist irgendwie noch irgendwo auf dem Versandweg zum Testen. Wenn ich mich recht entsinne, können wir hier nochmal kurz gucken. Mal. Achso, nee, das ist ja. Ja, warte mal. Ich überlege gerade, an welcher Stelle ich jetzt überhaupt Standard-GUI-Sachen habe. Nee, warte mal, bei der habe ich ja gar keine Filter. Nehmen wir mal eben. Also was zumindest über die Standardelemente jetzt hier so bei diesen Slide-Geschichten, so um Sachen fa zu favorisieren und sowas. Also ich kann es dir jetzt nicht hundertprozentig beantworten, was an welcher Stelle, weil relativ viel halt auch tatsächlich dann aus dem abhängig von dem Theme ist, wie es innerhalb des Contents dann darstellen soll. Müsste aber eigentlich auf der Webseite stehen bei denen. Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich ehrlich nicht gerade nicht auswendig. Also das Problem ist, na, es ist halt,
leider nicht zum Runterladen und selber installieren. Also so selber hosten wäre halt schon schön, aber ist leider nicht mangels Alternative. Ja, bitte. Also es kam auch der Hinweis WordPress Hybrid Client als Alternative, die leider nicht mehr weiterentwickelt wird. Habe ich richtig zusammengefasst, ne? Du meinst den da, ja? Gut. Ja, danke für den Tipp. Kriege ich meine Maus hier nicht mehr rüber. Ah, da also. Also wir fanden bei der Recherche den Markt da sehr überschaubar, was solche Lösungen angeht. Wie gesagt, es gibt verschiedene Dienstleister, die alle nicht sagen, wie sie es eigentlich machen. Also kann halt sein, dass die Hälfte von denen selber dann auch nur Adpressor benutzt. Wie halt alle irgendwie so ganz unklar, schwammig formulieren mit, wir bauen dir eine App aus deiner WordPress-Seite. Du musst da Geld reinwerfen und da kommt dann irgendwie eine App raus. Und wenn du Plugins hast, dann müssen wir halt mal reden, dann wird es teurer. Ja. Gut. Wie groß unsere Zielgruppe ist, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau beziffern. Ich habe ungefähr Nutzendenzahlen so in der Community. Das ist schon eine sehr spezielle Fachcommunity. Aber sind ungefähr, ich glaube, wir waren so bei 15.000 registrierten Benutzern. Wobei nicht, klar, die sind die primäre Zielgruppe als Pädagogen und aber für Arbeit innerhalb des sozialen Netzes sollen die natürlich wiederum auch dann mit ihren Schülern zusammenarbeiten. Wobei die Schüler sollen es nutzen, aber sie sind nicht die Zielgruppe von unserer Plattform. Aber sie sind natürlich dann auf der Plattform quasi willkommen, wenn ihre Lehrer halt da Projekte machen. Ja. Müssen sie also. Weil also in der Regel kannst du halt die, sind es halt nicht öffentliche oder teilweise sogar private Gruppen. Das hat dann, also mit, was weiß ich, so sechste, siebte Klasse muss das auch nicht unbedingt öffentlich sein. Weil dann könnten sie auch zu Facebook gehen. Sonst noch was? Anmerkungen? Vorschläge? Oder was habt ihr jetzt an einer konkreten Seite, die ihr vorher überlegt, die vielleicht mal in eine App zu wandeln? Ja. Die Frage war, ob die Pushes problemlos funktionieren. Das kann ich dir nächstes Jahr sagen. Ich weiß, sie sollen gehen. Ich habe auch schon mal welche gesehen.
Je nachdem, wie viel Geld du reinwirfst, in welche Agenturlizenz hast du unterschiedliche Möglichkeiten. Achso, genau, bei Pushes. Was schön ist, du kannst die halt einmal von deinem WordPress aus quasi triggern. Sowas wie neue Nachricht wurde erstellt. Du kannst auch völlig losgelöst davon über das Cloud-Backend quasi nochmal eine Push-Nachricht losschicken. So nach de, also, was weiß ich, also angenommen, wir hätten jetzt für WordPress in Deutschland eine wie auch immer geartete App, wo halt die Nachrichten von den Meetups allen auftauchen, könntest du halt einfach sagen, Push-Nachricht an alle, ab heute Tickets für WordCamp Köln. Nein, ich habe mich garantiert nicht freiwillig gemeldet. Weil die Webseite gibt es ja noch nicht, aus der ich diese App bauen könnte. Aber ja, ich überlege sie mal für unseren Podcast eine zu bauen. Hier vorne war noch. Für mich wäre mal interessant, die Abgrenzung zur der Progressive Web App zu der hybriden App zu sehen. Weil das, was du gerade gezeigt hast, war ja die hybride und die reine HTML-CSS-Version. Das ist ja nochmal ein Step weiter. Aber dazwischen liegt ja noch die Progressive Web App, die sowohl Handyfunktionen nutzen kann, als auch eigentlich als App genutzt werden kann, nur dass es eben keinen App Store benötigt. Ja, der Unterschied. Und inwieweit das da in WordPress gibt, weil ich weiß ja, aus Amerika habe ich ein Plugin bekommen jetzt, das eben aus einer WordPress-Seite mit einem Plugin eine PWA macht. Ausprobiert habe ich es noch nicht. Wo die Entscheidungen gefallen sind, dass wir uns damit beschäftigen werden, war PWA erstmal noch gar nicht so verbreitet. Also da lag es so in den Anfängen, dass man da mal drüber gehört hat. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in den, dass die Apps an einigen Stellen tatsächlich anders funktionieren werden als die Webseite. Weil die Webseite, gerade bei den Gruppen, innerhalb der Gruppen gibt es so gemeinsames Dokumenten bearbeiten und noch und nöcher Funktionalitäten, die auf kleinen Displays wie Handys teilweise überhaupt nicht sinnvoll sind. Also da ist das Konzept auch tatsächlich fairerweise noch, muss man sagen, noch nicht endgültig bei uns. Das ist dann auch noch so am Entstehen, weil wir da auch noch am Ausprobieren sind. Was macht tatsächlich überhaupt Sinn in so kleinen, auf so einem kleinen Display? Also es wird an einigen Stellen massive Abweichungen zwischen der Webseite und der App geben. Gab es ja auch schon mit den mobilen Websites, die man als separate Seite dann halt auch in das WordPress einbinden kann, die halt je nachdem, welches Endgerät ich habe, wird die oder die Seite bezogen. Und es war ganz klarer Wunsch, dass es über die Stores verteilt wird. Das eine muss jemand dann nicht widersprechen, man kann das ja beides machen. Ja, das kann man vielleicht so oder so sehen. Also der Punkt ist ja, also die Frage war gerade, ob das nicht auch einschränkt. Momentan sind die Leute halt gewöhnt, in den Stores zu suchen und weniger mit. Ich speichere mir die Webseite auf meinem Home-Button und dann funktioniert es genauso, weil es eine PWA ist. Das mag sich vielleicht irgendwann ändern, kann ja sein. Aber letzten Endes ist das alles ein Webprojekt, auch die App, und damit nicht in Stein gemeißelt. Ich meine, sonst wären wir ja alle früher oder später eh arbeitslos. Hinterher ist man schlauer. So, ansonsten kriege ich ein Zeichen, ich soll langsam zum Schluss kommen. Aber eine Frage nehmen wir noch. Genau, eine Frage hätte ich noch. Hast du jetzt schon irgendwelche Einschränkungen gemerkt, wo du sagst, hey, das kann die Native App oder das kann mein Handy, was weiß ich, GPS-Koordinaten, Übertragung oder sowas, was das die Lösung jetzt nicht kann? Also irgendwas, was sozusagen noch nicht entwickelt ist. Bei dem, was wir bis jetzt ausprobiert haben, noch nicht. Ein paar Sachen kann ich jetzt so im Vorfeld noch nicht ausprobieren. Also diese Push-Geschichte halt zum Beispiel noch nicht. Also muss ich sie halt tatsächlich mit Zertifikat versehen haben und verteilt haben. All die anderen Dinge
war von den Funktionalitäten nicht das Problem. Es ist teilweise eher so, dass die ja, diese vorgefertigten Templates eher ein bisschen rudimentär sind. Also man wird möglicherweise nicht wirklich ganz glücklich damit, wenn man sagt, ich nehme nur den App-Parser und vielleicht noch ein bisschen CSS, aber ich kann nicht jetzt im Child-Theme an dem Template vielleicht nochmal was schrauben. Also dann würde es, glaube ich, eher rudimentär werden, was man da hat. Aber vielleicht reicht es auch für die eine oder andere Seite. Das lässt sich auch nicht so pauschal beantworten. Danke. Und ich, vielleicht habe ich es nicht mitgekriegt, weil ich ja kurz mal raus musste. Also ich kann damit dann eine Android- und eine iOS-App machen, richtig? Ja. Windows ja wahrscheinlich nicht, ne? Nach meinem Wissensstand nicht. Okay. Das war denn Windows noch manchmal mal. Ja, manchmal kommt ja so eine Kundenfrage, wir haben alles Windows-Tablets. Gibt es da auch eine App für? Daher frage ich das. Okay, danke. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Oh, Timeout. Herr Video-Volontär, haben Sie gestoppt? Jetzt schon.